Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit 10 Miles to Safety. 10 Miles to Safety ist ein Survival-Loot-Spiel in der isometrischen Ansicht. Man könnte es im Entferntesten mit 7 Days to Die vergleichen, wobei das nicht ganz passt, weil es eigentlich nur Zombies sind. Man muss praktisch 10 Meilen hinter sich bringen, um den Zombies zu entkommen, zu einer sicheren Zone durchzudringen. In diesem Angezockt werde ich wahrscheinlich nicht die 10 Meilen schaffen, aber ich kann euch so ein bisschen zeigen, um was es in dem Spiel geht. Das Ganze gibt es auf Steam, ist auch schon raus, kostet gerade mal 10 Euro, was ich einen sehr fairen Preis finde. Ich habe auch kein Key angefordert, sondern ich habe es mir einfach direkt gekauft, weil es mich interessiert hat. Und ich schreibe mir Happy Halloween, weil wir gerade noch in der Halloween-Zeit sind. Und wir machen einfach mal ein neues Spiel. Am Anfang könnt ihr euren Survivor erstellen, ne? Den nennen wir jetzt mal Minjas. Und ihr habt die Wahl zwischen 5 verschiedenen Klassen. Wir haben den Brawler, der hat gut Melee Damage und hat mehr Leben, also ist mehr so der Nahkampfexperte sozusagen. Dann haben wir den Engineer, der baut sehr schnell und auch starke Sachen. Man muss sich praktisch in der Nacht, muss man sich nämlich Verteidigung aufbauen. Man hat The Crafter, das ist praktisch jemand, der schnell, oder eine Dame, die schneller baut, und die baut auch doppelt so viele Items und mehr stärkere Items. Auch Waffen, die man im Spiel findet, haben so das Diablo-Prinzip. Man findet praktisch lila, blaue Waffen und so weiter. Ziemlich cool gemacht. Dann haben wir den Looter, der kann leise looten, weil Kracht lockt wiederum Zombies an und findet bessere Sachen und alles gemein. Und dann gibt es den Sharpshooter, und den würde ich jetzt mal nehmen, und wir lassen das Tutorial an. Können wir ein bisschen mal ballern und sagen, wir haben schon einen, achso, wir haben schon einen Charakter mit dem Namen. Okay, dann nennen wir uns halt Hirnsturz. Ich hatte ja schon mal ein Spiel angefangen. So, dann kann man entscheiden, ob man offline spielt, mit Freunden oder Public. Wir spielen jetzt hier erstmal offline. Man kann das, glaube ich, mit bis zu 4 Spielern zocken. Und jetzt passiert ein Intro, das wird euch wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen, wenn ihr auf bekannte Zombie-Serien steht. Was ist passiert? Ich bin wach geworden. Wo bin ich? Ich bin im Krankenhaus. Ne? Kennt man vielleicht aus Walking Dead. So, ich kann empfehlen, die Mausempfindlichkeit relativ hoch zu stellen. Jetzt machen wir hier so ein Tutorial. AWSD to move. Okay, und wir sind in unserem kleinen Räumchen drin. Und dann gehen wir hier durch die Tür, und dann wird erklärt, mit Shift sprinten, mit Leertaste können wir hier so rüberhüpfen über Dinge. Und hier ist überall Blut und das ist alles schrecklich. So. Und da kommt ein Funkspruch. Könnt ihr uns hören? Es gab einen Vorfall. Die Zombies sind infiziert. Nein, andersrum. Die Menschen sind infiziert, sind jetzt alle Zombies. Und bitte kämpft. Tut, was ihr könnt. Und wir nehmen unsere erste Waffe auf. Das ist hier so ein Baseballschläger. Der ist grün. Und da hinten ist unser erster Untoter. Eieiei. Da ist er. Der Chambler. Okay. So. Und ab. Oh. Lass mich in Ruhe. So, wir sollen die Barrikaden killen. Wir können auch hier nichts großartig einsammeln. Das ist das Tutorial. Wir sollen hier die Barrikaden einschlagen. Ups, falsche Richtung. Zack. So, haben wir die Barrikaden eingeschlagen und kriegen dadurch auch Holz. Weil das Material, was wir abbauen, so ein bisschen wie in Fortnite, aber es ist natürlich kein Fortnite, das können wir verwenden, um uns später Barrikaden aufzubauen. So, jetzt haben wir hier Waffen. Und jetzt erklärt das Spiel auch nochmal, dass man praktisch das Fadenkreuz hat und die Range, bis wohin man schießen kann. Ja. Und jetzt gehen wir hier auf die 1. Man kann das auch mit der Maus laden nach. Und erschießen die Zombies, die sich hinter der Theke befinden. Wir laden nochmal nach. So, wieder der Funkspruch. Hört ihr das? It's getting dark. Also wir müssen uns verteidigen. Es wird dunkel draußen und wir müssen praktisch verhindern, dass wir auch infiziert werden. Und jetzt kriegen wir nochmal oben den Balken erklärt, dass praktisch der Tag vorbeigeht. Und das Gelbe ist Daytime, dann Sonnenuntergang und dann Nacht. Und wir sehen, da oben wird es schon Nacht. Und jetzt müssen wir ein bisschen Material aufnehmen. Und jetzt wird der Bau von Barrikaden erklärt. Dass wir hier praktisch Sachen aufbauen können. Und jetzt sollen wir mit Q... Können wir in den permanenten Baumodus gehen? Mit Steuerung halten ist das nur temporär. Also wenn ich Steuerung anklicke, haben wir temporär die Sachen. Und wir können das Material, mit dem wir bauen, umschalten. Jetzt können wir hier nur aus Holz bauen am Anfang. Wir müssen die linke Maustaste gedrückt halten. So.
Jetzt sollen wir noch looten. Man sieht auch hier an den Loot-Containern so kleine blaue Sachen, wie man halt entsprechend lootet oder was man lootet. So, wir nehmen alles für Mollys. Und jetzt sollen wir Tab drücken und ins Inventar gehen. So, jetzt sollen wir Dinge herstellen. Wir sollen herstellen eine Bandage. Die wird jetzt hier langsam hergestellt. Einfach mal links klicken und einen Molly hier links klicken. So, und dann können wir mit Tab wieder das Menü zumachen. Und jetzt sehen wir unten links, ich kann jetzt mit der Maus schwer hinzeigen, weil sie zielt. Also da unten links sieht man Bandagen und die können wir mit F auslösen. Müssen wir festhalten. So, und haben uns geheilt. Und mit G können wir praktisch Mollys werfen. Nämlich hier G. Wo kommen die Zombies? Da. Und Zombie verbrennt. Und Barrikade auch. Tut mir leid wegen der Barrikade. So, jetzt sollen wir hier looten. Das ist alles im Tutorial. Später macht ihr das natürlich selbstständig und müsst hier nicht so viele Sachen machen. Und wir kriegen eine Schrotze mit Munition. Und dann können wir hier... Oh ja. Lauf! Flüchte! Oh nein. Die Hunter sind hinterher. Oh nein, sie wird erwischt. Wir müssen die Hunter abhalten. Nachladen. Actionmusik! Nein! Ich muss warten, bis sie näher rankommen. Komm her, du. Ja, komm doch zu mir. So, wir haben es geschafft. Die Nacht ist zu Ende. Es ist nur ein Tutorial. Normal dauert das ein bisschen länger, ne? Also. So, und jetzt kommen wir wieder mit der rechten Maustaste. Holen wir wieder ein Basie raus. Und schlagen die Barrikaden kaputt, die hier aufgebaut sind. Und damit kriegen wir Holz für weitere Barrikaden. Und das war jetzt praktisch das Tutorial. Jetzt sind wir hier praktisch raus. I don't think we can survive another night. There's an army base on the other side of the city. Anywhere safe. Okay, das ist praktisch das 10 Meilen bis zur Army Base, wo wir sicher sind. Und wir kriegen good luck. Also wir sehen es unten. Current Outbreak Level ist unten links. Das ist bei uns gerade auf 1. Hier wird 6 angezeigt. Und die Richtung, in der wir laufen müssen, in die wir laufen müssen, jetzt laufen wir hier raus. Und das ist jetzt der Punkt, wo ihr auch mit anderen zusammenspielen könntet. Jetzt wird hier gesagt, Tag 1 und 10 Meilen bis zur sicheren Zone. So. Wir nehmen die Waffe in die Hand. Ich helfe dem Polizisten hier. So. Hier brennen überall Autos. Alles ist verwüstet. Wow. Was ist... Oh Gott, ich dachte es. Ich glaube, ich nehme doch lieber die Schrotze. So, wir laufen als nach links. Und laufen einfach mal so weit wir kommen und versuchen hier den Leuten zu helfen. Hier gibt es immer wieder so Events. Man muss praktisch gewisse Punkte halten. Und wenn man Zombies killt, sieht man schon, ups, im Vergleich zu Seven Days to Die gibt es auch Loot von den Zombies. Und dann können wir hier nochmal Munition aufsammeln. Ich lade schnell nach. Geh weg! Okay. Und wir machen jetzt einfach mal Strecke. Wir sehen ja oben den Balken, der ist noch gelb, also wir haben noch Zeit. Oh, fuck! Da war ich ein bisschen nah dran. Und wir machen jetzt einfach mal Strecke. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist los? Muss ein bisschen aufpassen, wenn man Zivilisten erwischt. Ist auch ein Zombie? Nee, das ist ein normaler. Und noch haben wir Zeit. Wir müssen uns noch nicht verbarrikadieren. Da hat es einen Polizisten erwischt. Wir können doch überall in die Häuser rein und looten. Ich will nur jetzt erstmal Strecke machen. Oh nein! Die Frau wird erwischt. Geh weg! Geht beiseite! Ich helfe euch doch. Okay. Okay, hier kommen wir nur schwer durch. Wir müssen hier los. Da wird jemand gefressen. Igitt. So, wir haben den halben Tag haben wir hinter uns. Wir sprinten mal ein bisschen. Wir machen mal Strecke. Okay. Okay. Die Munition nehmen. So, Tag 2. Die Zombies werden stärker. Das heißt, das ist auch der Grund, warum man sich möglichst drauf machen sollte, dass man möglichst Strecke macht.
Damit halt die Zombies nicht immer stärker werden und man am Ende gar nicht mehr durchkommt. Weil es wird noch richtig schwer. Okay, da gibt es eine Bandage. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen halt uns... Wir müssen halt schauen, dass wir hier Abstand gewinnen. Okay, müssen wir der Polizei helfen? Da gab es auch noch mal Munition. Und wir brauchen bessere Waffen, definitiv. Hier müssen wir der Polizei helfen. Ich helfe euch! Wir müssen Zivilisten verteidigen. Okay, da oben werden sie angegriffen. Einsammeln, einsammeln. Oh, fuck, nachladen. Okay, wo sind sie ran? Hier kommen sie. Oh, ein bisschen laut gerade. Da oben kommt eine ganze Horde. Wir brauchen unbedingt eine bessere Schrotze. Kommen die von unten? Die kommen von unten. So, wie lange noch? 15 Sekunden. Oh, die kommen durch, die kommen durch. Und oh, ich habe jemanden erwischt. Oh, Zivilperson. Kollateralschaden, es tut mir leid. Ich habe einen erwischt. Oh, jetzt wird's aber eng. Polizei stand im Weg. Tut mir leid. So, Five must survive. Oh, Auto, Auto, zurück. Okay, ich hab's geschafft. Okay, ein bisschen Kollateralschaden. Da ist mir jemand reingerannt. Das ist, so, Max Ammo haben wir. Jetzt können wir hier die Kiste durchsuchen. Okay, wir haben einen Polizeihelm, einen Schalldämpfer und einen Rucksack bekommen. Jetzt seht ihr auch, die hat es direkt angezogen. So, jetzt können wir mal im Inventar gucken. Können wir, glaube ich, hier irgendwie... Magazinslot? Hier. Drag a Barrel, genau. Jetzt können wir hier der Pistole den Schalldämpfer aufsetzen. Und das war es eigentlich schon so ziemlich. Jetzt müsste das hier auch leiser klingen. Schalldämpfer halt. Sehr gut, weiter geht's. Oh Gott, warte mal, wir müssen uns was für die Nacht suchen. Wir machen ein enges Haus. Okay, schnell in ein Haus rein. Wir müssen uns... Das ist ein Kinderspielplatz, das ist nicht gut. Hier oben. Oh, wir müssen rein. Night is coming. Jo. Hier rein. Okay. So, ab in den Baumodus und die Türen verrammeln. Okay, hier drüben noch verrammeln. Noch haben wir ein bisschen Zeit, bis hier nachkommt. Und da müssen wir noch gucken, dass wir uns in irgendeine Ecke stellen, in der wir irgendwie am sichersten sind. Am besten hier hinten, hinter die Theke. Ihr kommt hier nicht rein. Bleib weg! Bleib weg! So, wir machen mal Barrikaden hier. They are eating people. Das ist mir egal, du kommst hier nicht rein. Vergiss es. So, in der ersten Nacht dürfte es noch einigermaßen... Jetzt wird's interessant. In der ersten Nacht dürfte es noch einigermaßen gehen. Können wir alles am nächsten Tag weghacken.
Oh, scheiße, kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Wir können den... die Tische auseinandernehmen. Ah, die bringen uns aber auch nicht viel Holz. Okay, Schrotze raus. Nachladen. Pistole. Nachladen. Okay, gleich kommen sie rein. Scheiße, wir müssen irgendwie die... wir haben nicht genügend Baumaterial. Komm rein. Komm rein. Okay. Schrotze. Oh mein Gott, sie kommen! Von wo? Weißt du was? Schnapp dir doch eine Waffe und schieß mit mir mit. Da kommt noch einer. Ja, geh halt raus. Glaub's nicht. Ja, dann lass dich fressen. Ist mir wurscht. Ich bleib hier drin. Oh, sie... oh, Schissel. Scheiße, jetzt wird's interessant. Niemand... mal abwarten. Das Fenster ist kaputt. Aber die Nacht ist auch gleich zu Ende. Wir haben noch 3 Schuss. Ich nehme die Pistole. Ich baue meine Barrikaden ab. Ah, jetzt ist die Nacht zu Ende. Okay, wir können wieder abbauen. Alles mitnehmen, brauchen wir noch. Und Material besorgen. So, neuer Tag, neues Glück. Können wir so einen Baum abschlagen? Können wir nicht, ne. Da liegt noch was. Okay. Aber wir können mal eine Bandage reinziehen. Okay. Wir brauchen dringend neue Waffen, sonst wird es in der nächsten Nacht wird's schlimmer. Oh nein. Wir brauchen eine Schrotzenmunition. Finden wir irgendeinen Hardware-Store oder sowas. Wir gehen hier mal looten in die Häuser. Wir gehen hier mal rein, würde ich sagen. Wir müssen looten. Na? Loote doch. Okay, nehmen wir alles mit. Ach, das Innen. Ein bisschen Munition. Eine neue Waffe wäre geil. Ich meine, wir sind in Amerika, oder? Die müssen doch alle bewaffnet sein. Hier hinten ist noch was drin. Wie kommen wir hier rein? Da geht's rein. Nochmal Bandagen. Da hinten ist orange und blau. Ich glaube, orange ist besser. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein, nein. Dreh dich doch. Take all. Achso, ich bin im Loot-Modus drin. Das ist dumm. Fuck. Nicht sterben. Ah, das war ein bisschen... ich war noch in dem Loot-Modus. Okay, eine bessere Waffe nehmen wir mit. Und ein besserer Helm nehmen wir auch mit. Und die Ammo sind wir maxed out. So, jetzt können wir auch nochmal sehen, wenn wir hier vor so einem Item stehen, können wir uns das angucken. Und können mit Shift können wir die Sachen vergleichen. Ne? Also ein Helm mit 75 ist genauso gut. Die Waffe, die wir ausgerüstet haben, hat 169 im Vergleich zu der anderen mit nur 50. Da sind wir auch maxed out. Jetzt machen wir noch den Schrank hier. Explosives und Metall, das ist immer gut. Und wir heilen uns jetzt mal. So, jetzt gehen wir nochmal schnell nach oben und dann müssen wir wieder Strecke machen. Sonst werden wir es niemals schaffen. Oh, Shotgun einmal nehmen wir doch mit. So, dann hier rein. Noch ein bisschen Holz für Barrikaden.
Noch ein bisschen Holz. Da sind wir maxed out. Was ist denn im Nachttisch? Durch eine Bibel maximal, oder? Shotgun Ammo und Nails. Das ist gut. So. Wie kommen wir ins Bad? Ach, das Bad ist auch verbarrikadiert. Bandagen. Und hier in der Ecke ist noch irgendwas. Besserer Loot macht mehr Krach. Beretta mit 112 lohnt sich nicht. Ein Molly nehmen wir mit. Geht nicht. Sind wir alles maxed out. Ich habe doch die Pistole jetzt gewechselt. Wo ist mein Schalli? Den habe ich jetzt... Ach, scheiß drauf. Nein, der Tag ist schon fast wieder zu Ende. Das Looten hat so lange gedauert. Aber ihr seht schon, die Waffe zwiebelt viel mehr durch. Da sind es nur noch 3 Schuss, bis unseren Zombie weg hat. Jetzt sollten wir hier nochmal ins Haus... Ach komm, wir gehen hier rein. Ja, ja. Night is coming, I know. Wir gehen nach oben. Wood nehmen wir mit. Wir müssen uns vorbereiten. Das ist die Frage, vielleicht hier in dem Raum, dass wir hier den Gang komplett zumachen. Na gut, komm. Wir gehen in den Baumodus. Wir können noch nichts Besseres bauen, also setzen wir die Dinger erstmal. Ups. Was mir so ein bisschen fehlt... Ah doch, ich kann hier bauen. So, mal gucken, ob wir sie darüber weg überhaupt erschießen können. Oh oh, achso. Gehen wir hier rein. Okay. Oh, da kommt schon einer. Der macht unten Randale. Oh, da schlägt er sich durch. Und dann stellen wir uns hier hin. Ich glaube, von draußen kommt eh keiner, oder? Oh, der arbeitet sich da durch. Nehmen wir denn einen Schrotze, würde ich sagen. Sobald er die Tür durch hat. Jetzt arbeiten sie schon zu zweit. Oh, zu dritt. Na, das gibt jetzt gleich ein Fest. Das haben sie gehört. Jetzt kommt der Rest. Oh oh. Oh oh, sie kommt. Komm, Nacht wäre zu Ende. Dann loote ich hier den Kram hier noch raus. Sehr geil, ist zu Ende. So. Die Waffe hat 169 equipped, bringt nichts. Da sind wir maxed out und der Basie hat den nehmbar. Okay, jetzt müssten wir eigentlich einen besseren Baseballschläger haben. Welchen haben wir jetzt ausgerüstet? Den mit 25 DPS. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Cool. Ja, so geht's halt immer weiter hier in
Ups. 10 Miles to Safety. Aber wir haben gerade mal, wir sind ja gerade mal bei 9,6. Also es ist noch ein bisschen Strecke, bis wir dahin kommen. Und zack. Probieren noch ein bisschen weiter zu kommen. Oh, oh, da war ich ein bisschen nah dran. Komm, renne. Oh, wo, wo, wo sind hier viele? Oh, sind hier viele. Hallo, guten Tag. Lass mich in Ruhe. Eine Strecke machen. Supply Drop. Okay. Oh, das war nicht gut. Okay, 56 Sekunden noch verteidigen. Oh, fuck. Okay, Zivilist ist auch draufgegangen. Nein, das ist keine Alarmsirene. Ihr müsst nicht kommen. Ihr müsst nicht kommen. Ist alles gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Und da, da, da. Schalldämpfer liegt im Inventar. Alles klar. Machen wir rein. Okay, sind wir voll. Noch 9 Sekunden. Und dann gehört der Supply Drop mir. Was? Und jetzt noch 1,28 verteidigen. Na super. Schuss sind noch wenig. Oh, gar nicht nervig, die Hupe. Sie kommen von überall. Boy. Oh. Und Ruhe. Ah, sehr schön. Ein bisschen Schutz. Ein weiteres Magazin. Wow, eine geile Schrotze. Okay. So, wir haben jetzt einen Super Schrotze mit 230 DPS. Das ist schon mal richtig gut. Und wir haben Pistol Extended Magazin. Das ist auch sehr gut. Und dann haben wir noch Parts zum Craften und. Ich würde sagen, einmal durchladen. 13 Schuss in der Schrotze. In der Pistole. Und 5 Schuss in der Schrotze, aber dafür mehr Schaden. Also, ja, es wird nicht einfacher und die Nacht kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Ersteindruck hier von 10 Miles to Safety, also 10 Meilen bis zur Sicherheit. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Angezockter Filmsturz. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.